Hallo, ihr Wundervollen, hier ist wieder die Patti und ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Und zwar zur ersten Wochenbotschaft für das neue Jahr. Wie magisch ist das denn, oder? Vielleicht bist du schon im neuen Jahr? Dann kann ich nur sagen, welcome in 2024. Ich wünsche dir ein wundervolles Jahr. Oder aber du schaust jetzt das Video quasi vorab an, dann wünsche ich dir einen guten Rutsch auf jeden Fall. Und wir gucken jetzt einfach mal, was eben die erste Woche in 2024 mit sich bringt. Und im Laufe des Videos werde ich dir noch eine Überraschung verraten, beziehungsweise wahrscheinlich am Ende des Videos. Ja, also bleib unbedingt dran. So, wir gucken jetzt mal rein. Ich bin so gespannt. Wow, was ganz Neues, was ganz Frisches, ein neues Kapitel. Und wir schauen, welches Portal ist offen für uns in der ersten Woche des neuen Jahres. Wir schauen erstmal hier mit diesen Portal-Orakelkarten von Kyle Gray rein. Wow, wir haben die Weisheit des Kristallschädels. Und hier geht es um Klarheit, um göttliche Heilung und um hochschwingende Energie. Und das zeigt hier auf jeden Fall, dass du mit ganz einem klaren Blick in 2024 gehen wirst. Dass du total weißt in der ersten Woche, was du anpacken sollst. Dass auch die Dinge, die heilen mussten, geheilt sind, sodass du jetzt wirklich sagst, das Blatt ist frisch, es ist leer und ich kann wirklich jetzt anfangen, ein neues Bild zu zeichnen. Hier auch diese hochschwingende Energie, die kommt daher, weil du so eine ganz tiefe innere Weisheit in dir entfachen konntest. Vielleicht war 2023 ein Jahr, in dem du wirklich sehr viele Learnings gehabt hast, sehr viel integrieren durftest, sodass du jetzt eine neue Weisheit hast und dadurch natürlich deine Energie ansteigt. Und eine ansteigende Energie bedeutet immer, dass wir nicht mehr so verhaftet sind mit den irdischen Problemen, aber voll auf der Erde inkarnieren und leben. Ja, das ist so diese spannende Dualität aus, ich löse mich vom Augenscheinlichen, von dem, was ich sehe und gleichzeitig lebe ich aber voll hier in dieser 3D-Welt und gehe da voll drin auf. Und das ist genau, was ich hier auch sehe. Für was diese Karte auch steht, ist, dass es sehr, sehr gut möglich ist, dass du in der ersten Woche des neuen Jahres ganz viele Impulse empfängst, eine innere Stimme hörst, dir Zeichen sich zeigen, um die du vielleicht auch gebeten hast. Und dann ist es ganz wichtig, dass du auch diesen Impulsen vertraust. Ja, also da kommt ganz viel zu dir, viele Downloads, viele Impulse und ja, Zeichen einfach auch, die deinen Weg kreuzen und die du erkennen kannst, weil du eben voller Klarheit bist und dadurch auch die Zeichen richtig deutest. Ja, also vertrau dir da. Gut, dann schauen wir noch rein, was sagt das schamanische Orakel noch für die erste Woche des neuen Jahres. Einmal hier bitte die Botschaft. Einmal hier die Botschaft. Der fallende Engel. Okay, spirituelle Narkolepsie. Ein schwieriges Wort. Aber ne, hier schon mal die 19, auf die mir gleich ins Gesicht gesprungen ist oder in die Augen gesprungen ist. Die 19 ist ja die Sonne im Tarot, ja. Also hier haben wir wirklich auch die Energie der Sonne. Und die Sonne, viele wissen das gar nicht, aber die Sonnenkarte im Tarot steht auch für eine Wiedergeburt als Erwachsener. Also es steht, oder nicht Wiedergeburt, wie für ein zweites Leben als Erwachsener, so kann man das sagen. Ja, wir alle werden ja einmal hier geboren, ja, und dann ist das so unsere Geburt. Aber am Ende des Tages ist es immer so, dass jeder Mensch auch im Erwachsenenalter, wenn er sich dafür öffnet, nochmal wie so eine Geburt durchlebt. Und zwar in dem Moment, wo er sich eben löst von dem Weg, den andere auf ihn legen wollen, von dem Weg, den die Eltern auf ihn legen wollen, von dem karmischen Weg und wirklich ein neues Kapitel für diesen Menschen beginnt im Erwachsenenalter, wo er wirklich sagt, ich schreibe jetzt meine Geschichte und ich schreibe eine neue Geschichte und ich führe nicht nur fort, was andere eben bisher getan haben in meiner Familie und ich erfülle nicht deren Bedürfnisse, sondern ich gehe für mich. Und dafür steht übrigens auch die Sonne. Und diese Karte hier hat wirklich eine sehr, sehr ähnliche Botschaft, denn beim fallenden Engel geht es darum, dass dich gerade das Tarot so ein bisschen warnt. Du bekommst ganz viele Impulse der geistigen Welt. Du bekommst ganz viele Zeichen. Und jetzt könnte es sein, dass du auf den einen oder anderen Impuls nicht hörst, weil du Menschen in deinem Umfeld hast, entweder die direkt dich davon abhalten wollen, natürlich getarnt unter wir meinen es gut mit dir und komm, das muss doch jetzt nicht sein und übernimm dich nicht, ne, solche Sprüche eben.
Oder einfach nur energetisch, wo du das Gefühl hast, boah, wenn ich jetzt diesem Impuls folge, könnte ich jemanden verlieren, ja? Und dass das in dir arbeitet und dass du dich dann mit dem zufrieden gibst, was du schon hast. Und dass du sagst, komm, ich habe doch schon so viel und das muss nicht sein und deswegen nicht weiter aufsteigst und nicht mehr für dich dir holst. Und das ist genau, was ich meinte mit dieser Sonne, die da drunter liegt im Tarot, die wirklich sagt, hey, löse dich von dem, was andere für dich wollen und geh deinen eigenen Weg und steig immer weiter auf, weil es geht up and up only, es geht immer nur weiter nach oben im Leben. Und es ist nicht, das Leben ist nicht dafür da, dass du irgendwann sagst, ich bin zufrieden, fertig. Dafür ist das Leben nicht da. Das Leben ist ein stetiger Entwicklungsprozess. Und es geht so weit nach oben in die Unendlichkeit. Ja, also es hört nicht auf. Und das Leben will dir das gerade sagen. Gott will dir das gerade sagen. Ich schicke dir Impulse, hör auf sie. Lass dich nicht runterziehen. Lass dich nicht fallen in die Zufriedenheit, sondern steig weiter auf. Ganz wichtige Information, ja. Wow, also oh, das hat es schon mal in sich. Jetzt schauen wir mit dem Tarot natürlich ganz konkret noch rein. Ja, jetzt haben wir schon mal so einen Überblick, einen energetischen. Jetzt schauen wir aber ganz konkret rein. Und zwar machen wir das so, dass ich einmal eine Karte ziehe, nochmal für die Hauptenergie. Da machen wir hier dazwischen ein bisschen Platz. Und dann schauen wir uns drei Blöcke an. Drei Situationen für die kommende Woche, die können alle drei auf dich zutreffen oder auch nur ein oder zwei. Ne, ist ja eine kollektive Legung hier. Guck einfach, was mit dir in Resonanz geht, sowohl positiv als auch negativ. Und sie können aber auch alle drei zusammenhängen und eine Situation abbilden. Also lass uns einfach mal gucken. Was ist hier, oh, was ist hier die Hauptenergie? Und da ist sie schon. Zwei Karten, die Hauptenergie für die erste Woche des neuen Jahres. Okay. Es geht hier darum, dass du leicht an die Dinge gehen solltest und dass das Leben auch möchte, dass du Spaß hast. Also es werden vielleicht auch Impulse kommen, die mit ganz viel Freude und Spaß verknüpft sind. Und auch generell, also das ist so eine Woche, hab Spaß, geh die Dinge verspielt an, hab Freude und erlaub dir Dinge auszuprobieren, erlaub dir Impulse wahrzunehmen, sie einfach mal auszutesten. Es muss nicht immer alles funktionieren. Manchmal müssen wir auch die Erkenntnis haben, oh, es funktioniert nicht, aber geh den Impulsen kompromisslos nach, probier dich aus, hab Spaß am Spiel, hab Spaß am Entdecken, am Abenteuer und auch vielleicht Spaß daran, verschiedene Wege auszuprobieren. Ja, es kann auch sein, dass du gerade nicht so weißt, soll ich mehr in die Richtung oder mehr in die. Es sind viele Impulse, probier dich aus. Die Welt zeigt mir, dass das eine Woche ist, wo du vielleicht eine Reise unternimmst, eine Woche ist, wo du viel unterwegs bist, eine Woche ist, wo du dich mit vielen Menschen verbindest, auch online im Internet. Also es kann auch sein, dass du hier dich sehr, sehr schön connectest mit Menschen im Internet. Ich habe aber auch so, dass ein neuer Zyklus beginnt. Impulse, die einen neuen Zyklus einleiten. Also auch das habe ich. Einen neuen Zyklus, der dich auf eine ganz neue Reise schickt. Ja, genau. Guck mal, Befreiung auch. Da war eine Zeit, wo du dich zurückgehalten hast. Es geht hier um den Befreiungsschlag. Es geht darum, dich nicht mehr von anderen zurückhalten zu lassen. Ja, energetisch nicht, aber auch ganz im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Okay, dann schauen wir jetzt mal rein. Was haben wir konkret für Situation? Situation Nummer 1 für die kommende Woche, bitte. Situation Nummer 1 für die kommende Woche. Okay. Was ich hier sofort bekomme, ist, es wird dir eine Möglichkeit gereicht werden in der kommenden Woche auf die eine oder andere Weise, Geld zu investieren, Geld auszugeben. Und das ist etwas, was dir beim Aufstieg helfen wird. Das ist eine Möglichkeit, eine Chance, die dir helfen wird, etwas nochmal von vorne zu beginnen, nochmal einen Weg einzuschlagen, der in der Vergangenheit mal nicht funktioniert hat. Es ist eine Möglichkeit, etwas anzugehen, wo du wirklich sagst, ich kann auch mein Bewusstsein anheben. Ausbildung, Weiterbildung, Kurse. Aber auch, dass es so etwas sein könnte wie, ja, es kann auch so ein ganz praktischer Fall sein von, es geht jetzt hier darum, zum Beispiel in eine Reise zu investieren, wo du ganz genau weißt, diese Reise hilft mir, mich neu zu entdecken. Ja, und du bist aber so ein bisschen wichtig, vorsichtig. Ja, du willst dein Geld irgendwie zusammenhalten, obwohl der Impuls ganz klar da ist dafür. Aber du bist so ein bisschen ängstlich, wird das ja gut werden? Soll ich mein Geld wirklich jetzt da rein investieren? Jetzt habe ich gerade mir ein bisschen Sicherheit und Stabilität aufgebaut. Ich weiß nicht, ich will es festhalten. Aber die Karte zeigt, dass in dem Moment, wenn du bereit bist,
es fließen zu lassen. Dann haben wir wirklich hier mit dem Gericht einen Aufstieg, einen Weckruf. Es ist auch der Weckruf. Es ist so, hallo, jetzt oder nie. Ja, das ist so die Energie, die ich hier habe. Jetzt oder nie. Lass uns mal mit den Lennys reinschauen. Einmal bitte mit den Lennys. Ja, diese Sache hier, wo es darum geht, Geld zu investieren, Geld fließen zu lassen, aber auch eine gewisse Stabilität und Sicherheit aufzugeben für etwas anderes, das ist etwas, das bringt dir was Neues, ja? Das Festhalten wird dir nichts Neues bringen, das Fließen lassen schon, ja? Und ich habe so ein bisschen, ja, vielleicht willst du dich so ein bisschen wegstehlen, sag ich jetzt mal, weil eben du weißt ganz genau, wenn ich diesen Weg gehe, komme ich auf eine neue Stufe. Wir haben hier hochschwingende Energie. Und es ist so, wenn wir auf eine neue Stufe kommen, dann wird sich immer zeigen, wer weiter mit uns geht. Und es kann sein, dass du einfach Sorge hast. Du musst eine gewisse Stabilität und Sicherheit loslassen. Also zum einen Geld, aber auch Menschen, die dir Stabilität und Sicherheit geben. Aber du weißt auch, ich muss etwas loslassen, damit das Neue, mir der Storch, etwas Neues bringen kann. Ja, und jetzt entscheidet sich, ob du dich da aus der Affäre ziehst oder ob du das annimmst, dieses Geschenk, ja, das hier wirklich auf dich wartet. Ja, und du wirst dir sehr viele Gedanken darüber machen, ja. Das sind einfach, der ein oder andere hat schlaflose Nächte, du wirst dir Gedanken machen, du wirst den Kopf zerbrechen, du wirst grübeln, ne? Aber am Ende des Tages, hier, diese Karten sagen eigentlich, was dran ist für dich, gell? Diese Karten sagen es und du darfst es mit Leichtigkeit angehen, ganz wichtig. Was haben wir hier noch für eine Situation? Eine weitere Situation, bitte. Ui, okay. So, die ist runtergefallen. Ich habe hier zwei Sachen, die ganz stark reinkommen. Einmal habe ich hier wirklich, dass es darum geht, dass du hier an einer Sache arbeiten willst, weiter eine Sache verbessern willst, sowohl eine Beziehung, aber auch eine berufliche Angelegenheit, ja? Und hier geht es wirklich darum, dass du weiterhin oder beziehungsweise jetzt auch in der Woche des neuen Jahres, dass du da dran bleibst, dass du deiner inneren Stimme vertraust, die sagt, hey, das ist dein Weg, bleib da dran, bleib an der Beziehung dran, bleib an deinem Business dran, bleib an der Ausbildung dran. Es geht hier darum, an einer Sache dran zu bleiben, wo du schon viel Zeit und Energie investiert hast. Und es geht jetzt hier darum, dass du wirklich dem göttlichen Impuls, der dich dorthin geführt hat, zu dieser Sache, dem weiterhin vertraust, ja, und nicht aufgibst, nur weil das Endresultat noch nicht da ist. Ja, es könnte sein, dass so ein bisschen ein Frust sich einstellt in der kommenden Woche. Sagst, Mensch, jetzt arbeite ich da schon so lange dran, wie lange denn noch? Ja, und hier ist ganz wichtig, dass du weiterhin in dieser göttlichen Verbindung bleibst, die dich zu dieser Sache geführt hat. Das andere, was ich hier sehe, ist, dass es hier für die unter euch, die in einer festen Beziehung sind oder in einer Ehe, dass es hier wirklich darum geht, in der kommenden Woche nochmal zu gucken, was ist denn das, was wir hier aufgebaut haben gemeinsam? Was wollen wir verbessern im neuen Jahr? Wo wollen wir gemeinsam hin? Dass man sich gemeinsam neu ausrichtet, nochmal schaut, was dürfen wir denn nochmal uns anschauen? Was sind denn wiederkehrende Probleme, denen wir uns widmen dürfen? Wo wir den Raum für die Lösungen aufmachen dürfen? Also auch das kann hier eine sehr, sehr wertvolle Sache sein in der kommenden Woche. Und hier kann es auch wirklich sein, dass der Ehepartner auf dich zukommt oder der Partner und sagt, hey, ich möchte an der Sache jetzt arbeiten. Ich will das angehen. Hast du auch Lust, ja? Also sowas sehe ich hier. Was? Ja, genau. Da haben wir die Hindernisse, die überwunden werden wollen. Da haben wir die Hindernisse, wo es darum geht, Hindernisse in einer Ehe zu überwinden, aber auch Hindernisse zu überwinden, wo du vielleicht dem göttlichen Impuls misstraust und sagst, oh Mensch, ich weiß nicht, war doch nicht der richtige Impuls, den ich da hatte. Aber die Sache, diese Beziehung ist karmischer Natur. Diese Beziehung ist dein Seelenweg. Die ist wichtig und da lohnt es sich dran zu bleiben und Hürden zu überwinden. Und da wird auch eine Hürde überwunden werden in der kommenden Woche. Und was ich auch noch habe, ist hier eben, wenn es was Berufliches ist oder ein Hobby, eine Ausbildung, dein Impuls, das zu tun, war richtig.
Und jetzt geht es darum, da dran zu bleiben. Jetzt geht es darum, weiterhin diese Energie zu investieren und nicht damit aufzuhören. Ganz wichtig. Vielleicht fragst du dich, ob es richtig war. Ja, es war richtig. Und dir ist vielleicht ein bisschen die Leichtigkeit auch abhanden gekommen, ja? Diese Leichtigkeit, die Spaß und Freude, wir kennen es alle, oder? Am Anfang sind wir Feuer und Flamme, wenn wir was Neues lernen oder mit dem Business starten. Und irgendwann wird es kurz mal zäh. Das könnte hier die Phase sein, auch in der Beziehung. Bleib dran, ja? Ganz wichtig. Es wird sich ganz viel lösen in der kommenden Woche. So, und ein dritter Impuls noch, das war er nicht. So, ein dritter Impuls bitte. Eine dritte Situation für die kommende Woche. Was haben wir in der kommenden Woche? So. Leidenschaft. Leidenschaft und ganz viel. Also du wirst viele Ideen haben. Du wirst viel Power haben. Du wirst viel unterwegs sein, das habe ich ja auch schon gesagt. Ja, du wirst richtig, da kommen Impulse, Impulse, Impulse und du willst auch umsetzen. Und du bist sehr kreativ. Und was ich auch hier habe, ist, dass du unwahrscheinlich anziehend wirkst auf andere Menschen. Ja, sowohl in sexueller Hinsicht, ja, als auch in der Hinsicht von Kunden. Also alle Blicke sind auf dich gerichtet. Alle wollen zu dir. Viele Menschen wollen was von dir in der kommenden Woche. Ja, wollen sich mit dir verabreden, wollen bei dir ein Coaching buchen, wenn du oder eine Heilsitzung, wenn du Heiler, Coach oder Berater bist, wollen wirklich mit dir Zeit verbringen, wollen von dir inspiriert werden, wollen in deiner Nähe einfach sein, weil du so eine heftige Ausstrahlung hast in der kommenden Woche. Also du blühst so richtig auf, ja? Dieser Energieanstieg, das wird sichtbar für andere Menschen auch, ja? Da ist ein richtiges Aufblühen zu sehen. Wow. Ui, genau. Und da haben wir auch das Glück. Das Glück, dir wird viel gelingen. Du bist absolut, du strahlst was sehr Frohes aus, was Glückliches. Transformation haben wir hier durchaus liegen. Also wir haben hier wirklich ein, du häutest dich. Du wirst sehr verführerisch, wie so die Schlange, ja, wo man nicht weiß, so, wer ist sie genau? Geheimnisvoll, verführerisch, ja. Für manche von euch, ich sage es nur dazu, kann es hier sein, dass auch jemand hinsichtlich einer Affäre an dir interessiert ist. Vielleicht jemand möchte dich verführen, jemand findet dich sehr verführerisch. Auch das Thema habe ich hier absolut. Und ja, die Augen sind auf dich gerichtet. Du bist geheimnisvoll, magisch, inspirierend für andere Menschen, ja. Wow, was haben wir denn auf der Kartenrückseite allgemein? Und da haben wir dann passenden König der Stäbe. Also der König der Stäbe, der guckt auf dich, der findet dich toll. Der König der Stäbe kann ein Chef sein, der plötzlich denkt, wow, was ist mit ihr los? Wir müssen sie befördern. Kann aber auch ein Freund sein, der sich plötzlich in dich verliebt. Kann natürlich auch der Ehepartner sein, der sagt, wow, ich finde sie so toll, ich muss jetzt doch wieder mehr investieren in diese Beziehung. Ich habe auch hier eben deine Inspirationen auf jeden Fall. Und mit dem König der Stäbe habe ich hier auch, dass du auch nach außen gehen darfst, jetzt mit den Impulsen. Also jetzt geht es wirklich um Handlung, um aktiv werden. Und hier haben wir wieder diese Energie von stehl dich nicht weg. Ja, es ist hier wichtig, dich nicht wegzustehlen. Nicht die Impulse auch unter den Tisch fallen lassen, sondern geh damit offensiv nach außen. Ganz viel, an das du lange gedacht hast, das du dir lange gewünscht hast, wird jetzt in Erscheinung treten und jetzt geht es darum, diese Gelegenheit auch beim Schopf zu packen. Wow, ich bin echt geflasht. Ich finde, diese Woche hat es in sich. Wir starten so richtig mit einer Zündung rein, mit ganz viel Klarheit. Klar, ein bisschen Vorsicht geboten. Wichtig, orientiere dich immer an der Leichtigkeit, an der Freude und ja, erlaube, dass wirklich alle Augen auf dich gerichtet sind. Das Glück liegt am Ende hier. Also, was soll man sagen? Es wird eine richtig tolle Woche. Ich möchte dir an dieser Stelle jetzt, bevor ich es fast vergessen hätte, die Überraschung mitteilen. Und zwar, jetzt, wenn du diese Legung hier siehst, sind die Tore geöffnet für einen neuen Kurs von mir. Und das ist für all die unter euch interessant, die sagen, ich möchte jetzt 2024 ein neues Verhältnis zu Geld entwickeln. Ich möchte als Heiler, als Coach, als spiritueller Mensch wirklich
die finanzielle Fülle einladen und das vor allem, indem ich eins werde mit allem, was ist und dadurch auch eins werde mit dem Geld. Und mein neuer Kurs heißt The Joyful Money Game bzw. The Joyful One Game, denn in Money steckt das Wort One, also All-Eins-Sein. Und darum wird es gehen. 4 Wochen werde ich dich dahin begleiten und das wird so viel Grenzen sprengen. Das wird wirklich für dich so einen neuen Raum öffnen, was Money Creation anbelangt, Geldfluss anbelangt, Füllefluss anbelangt. Und am Ende geht es nie ums Geld, sondern um die Fülle, die wahre Fülle, die aber das Geld dann auch im Außen erscheinen lässt. 4 Wochen, 4 Live-Sessions mit mir, plus wenn du jetzt bis 7.1. buchst, kriegst du eine Q&A-Session mit mir dazu. Das heißt, ich beantworte deine persönlichen Fragen. Ich coache dich in einem Quick Q&A ganz persönlich und du bekommst 4 Podcast-Folgen von mir rund ums Thema Geld. Die werden dir wöchentlich freigeschalten auf unserer gemeinsamen Reise. Wow, es wird grandios. Du findest den Link dazu hier drunter. Schau es dir an. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Bis 7.1. gibt es die Q&A-Session dazu. Und vielleicht ist es genau das, was jetzt bei dir in Fluss kommen darf, wo du jetzt einfach merkst, das ist der Impuls, den ich gebraucht habe. Das ist es. Da gehe ich lang. Das ist eine neue Ära für mich. The Joyful Money Game. Genau. In diesem Sinne, schreib mir auch gerne, was die Legung mit dir macht. Du findest die Informationen hier drunter und ich freue mich auch über einen Daumen nach oben und ein Kanal-Abo. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, die Patti.